liebe Leute, ihr seht, es ist soweit. Das iPhone 5S liegt nun bei mir auf den Fingern. Was? Auf dem Tisch, meine ich. Und wir schauen uns das Ding heute mal im Detail an. Vielen Dank an dieser Stelle an www.niemanden.com für die Nicht-Organisation dieses Artikels. Wir reden auch nicht lange drum herum. Wir schauen, was die Bezeichnung 5S überhaupt bedeutet. Es steht ja diesmal nicht für Speed, sondern für Sensoren. Sensors, Sensor oder für Shit. Weiß ich nicht. Deswegen lass anfangen. Vorne also erstmal nichts Spannendes gegenüber dem Vorgängermodell, bis auf ein kleiner Hinweis hier unten, der Ring mit dem Touch-ID-Sensor. Candy. Obenrum Apfel, rechts iPhone 5, unten Apfel, links iPhone 5 und auf der Rückseite wieder ein paar Nummern, die ihr euch nicht merken dürft. 32 GB, ein bisschen Text und das war's. Schön, lass mal reingucken. Oh. Darum kümmern wir uns später. Wir schauen mal weiter, was in der Pappe so drin ist. Ganz klassisch hier wieder die Lasche, das Plastikgedöns und ein bisschen was zu lesen, während man in der Bahn auf Klo sitzt. Diesmal ist diese Seite nicht aufklappbar, aber wie beim 5C haben wir auch hier wieder eine Seite Instruktion, ein kleines Fächerchen, möchte ich sagen. Und naja, das war's. Schön. Was haben wir da drunter? Die EarPods, Netzteil und Lightning-Kabel. Dankeschön. Anbei also das iPhone 5S. Wie ihr sehen könnt, oder einige können es wahrscheinlich schon erkennen, ich habe bereits eine Folie draufgepackt. Warum? Weil dieses Teil sonst in 0, nix zerkratzen würde. So, mal folgende Zeitreise. Wir haben hier ein iPhone 3GS. Wir haben hier ein iPhone 5. Wir haben hier ein iPod Touch der letzten Generation. Und wir haben hier ein iPhone 5S. Wow. Ist das nicht kreativ, individuell, kunterbunt und schön? Was ist aus Händen wie diesen hier geworden? Oder diesen? Oder solchen Dingern? Das ist doch mal cool! Ausdruck für Individualität. Nein, stattdessen kriegen wir sowas nun in unsere Finger. Wie doof, weil jetzt kann man ja mit solch einem Gerät gar nicht mehr von Weitem sehen, dass man besser ist gegenüber diesem oder vielleicht diesem. Ach, wie schade. Aber es hat ja einen Grund. Es wird ja nicht mehr getippt, sondern es wird ja getouched. So viel zur Exkursion und wir kümmern uns weiter um das 5S. In Space Gray, Space Grau. Und es gibt es natürlich in 16 GB, 32 GB und 64 GB und vor mir liegt die 32 GB Version. Außerdem Farben noch erhältlich, Silber bzw. das alte Weiß und neu hinzugekommen Gold. Und glaubt mir, der Unterschied zwischen Silber bzw. Weiß und Gold ist gar nicht so extrem, wie es auf den Screenshots von Apple oder auf der Keynote suggeriert wurde. Es ist eher ein Pastellgöldchen. Also die Rückseiten der Handys sehen eigentlich fast gleich aus, nur vorne dieser Ring. Der hat schon eine Anmutung von Gold. Aber darüber wollen wir nicht reden, denn bei uns gibt es kein Tussi-Bling-Bling. Obwohl, es ist ja kein Tussi-Bling-Bling dann. Es ist dann ja eher ein Handy für den Raucherhaushalt? Vielleicht so. Ja, iPhone 5S Gold ist das Handy für den Raucherhaushalt. Wie sieht's aus von außen? Klassischerweise das 4 Zoll Retina Display, da hat sie nichts getan. Oben die leicht verbesserte FaceTime-Kamera. Hörmuschel, drumherum die Sensoren für Annäherung und Co. Und unten der neue alte Home-Button. Was ist geblieben vom Home-Button? Neben Fingerabdrücke? Auf der Folie, aber nicht auf dem Button? Genau, der Button an sich und ein Ring. Und dieser Ring, glaubt mir, ist prädestiniert für Dreckansammlung hoch 10. Ich bin gespannt, wie man das so einfach da schön aus diesen Ecken rauskratzen und putzen kann. Ich glaube, das wird noch ganz spaßig auf Dauer mit Putzen. Oh, und jetzt werde ich angerufen. Ich hasse diesen Klingelton. Und unter diesem Home-Button ist ja, wenn die Kamera jetzt einfach mal scharf stellen würde, hallo, ist, wie ihr mitbekommen habt, der Fingerabdrucksensor integriert, also dieser Touch-ID-Sensor. Damit kann man seinen Fingerabdruck scannen. Wie das aussieht, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wir gucken erstmal weiter. Obenrum, Space Gray, Standby Power Button, rechte Seite. Oh, oh, Nano-SIM-Karten-Slot, Unterseite, Lautsprecher, Schraube. Lightning-Anschluss, Schraube, Mikrofon, 3,5 mm Klinkenstecker für Headset und Kopfhörer. Linke Seite. Oh, oh. Lautstärkeschalter für leiser, lauter und Stummschalter. Natürlich auch gleichzeitig der Kameraauslöser. Und auf der Rückseite. Ja, da ist eine Folie drauf, auch wenn man es vielleicht nicht... Doch, man sieht es ja, da. Die neue Kamera mit größeren Pixel-Sensor-Pattern. Bei einer Blende von 2,2 immer noch 8 Megapixel. Ich glaube, vorher war eine Blende 2,4. Immerhin. Daneben das Mikrofon, dann der sogenannte True-Tone-Blitz. Also hier wird so gesehen Kunstlicht und Tageslicht
zusammengemixt durch einen speziellen Algorithmus der Software und dann das bestmögliche Bild geschossen, das bestmöglich geblitzte Bild. Rückseite Space Gray und obligatorisch wie beim Fünfer die schwarze Leiste. Also ich muss schon sagen, im Vergleich haben wir hier das Fünfer rumfliegen, das sah schon deutlich mehr sexy aus, oder? Also meiner Meinung nach, das ist irgendwie, ach Gott, Geschmackssache. Und zu den Abmessungen noch ganz kurz, ihr könnt natürlich eure alten Hüllen und Taschen benutzen, denn das Ding ist genauso groß wie das iPhone 5. Das war's auch schon zum Äußeren des iPhone 5S. Es wird also Zeit, dass wir mal reingehen und mehr anschauen, was in dem Telefon drin steckt. Achtung, Spoiler, zwei Sachen im Endeffekt. Der A7-Prozessor, der Audi A7-Prozessor und der sogenannte M7-Prozessor, der jetzt ja Sachen, die mit Bewegung zu tun hat, registrieren und verarbeiten sollen, um somit Akku zu sparen und nicht immer den Hauptprozessor, den A7, aufwecken zu müssen. Denn der A7 ist jetzt ja ein unglaublich toller und powerful, giant, monstrous 64-Bit-Prozessor. Immerhin 64-Bit ist schön und gut, das ist natürlich ein Meilenstein in der Technologie für Smartphones und so weiter und so fort, auch zusammen mit dem M7, aber man kann es eigentlich noch nicht so wirklich nutzen. Doch da gibt es ein Feature, schon eingebaut in iOS 7 zusammen mit dem iPhone 5S, das diesen 64-Bit-Prozessor wahrscheinlich schon ansatzweise nutzt. Und dieses Feature möchte ich euch gleich zeigen. Spoiler, Zeitlupenaufnahme! Vorerst möchte ich euch aber das Feature Touch ID mal vorstellen und zwar wie folgt. Ich zeige es euch gleich mal direkt hier. Ich habe diesen Daumen und ich habe diesen Daumen. Und es ist egal, welchen Daumen ich drauflege, es funktionieren beide. Denn man kann bis zu 5 Finger registrieren oder bis zu 5 unterschiedliche Fingerabdrücke registrieren. Und das sieht dann so aus. Wow. Tja, die Frage ist jetzt, wo stellt man das ein? Ganz einfach. In Einstellung. Dann allgemein, dann Code und Fingerabdruck, Code eingeben. Und dann schaut man sich unter, was ist denn, Fingerabdrücke, die hinterlegten Fingerabdrücke an. Oh, es sind sogar drei. Fingerabdruck hinzufügen. Jetzt habe ich Lust auf meinen Indexfinger. Oh. 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 Aha. Handhaltung ändern. Aha. Oh, ja. Okay. Dann so und so. Man variiert eben, wie man auf den Knopf wohl draufkommen würde, wie man seinen Finger wo drauflegen würde im Alltag und hat dann erfolgreich seinen Fingerabdruck gescannt. Und glaub mir, das Bild des Fingerabdrucks sieht immer gleich aus. Das ist nicht mein Originalfingerabdruck. Jetzt habe ich meinen Finger gescannt und wir testen das Ganze mal mit meinem Mittelfinger. Oh, es geht nicht. Mit meinem Zeigefinger. Oh, es geht! Cool. Tja, das ist Touch ID. Nicht gerade spektakulär, aber eben die Möglichkeit, sich nicht einen unglaublich langen, vierstelligen Code merken zu müssen, sondern einfach nur den Finger draufzulegen. Man muss sich nur noch merken, welcher Finger. Und dann hoffentlich ins Telefon reinkommen zu können. Es funktioniert. Es ist meiner Meinung nach langsamer, als mal eben schnell den Code einzutippen, aber für manch faulen Sack ist es vielleicht ganz cool. Wo es aber wirklich hilfreich ist, ist, wenn man über den App Store etwas kaufen möchte. Programm hier, Slowcam, Realtime, Slow Motion, Video, bla. Na gut, Angry Birds Star Wars. So, jetzt klicke ich auf Kaufen und habe nun die Möglichkeit, anstatt mein 80-Millionen-stelliges Passwort einzugeben, einfach meinen eben gescannten Finger draufzulegen und fertig! So einfach ist Geld ausgeben. Für Leute, die lange Passwörter haben, also nicht nur vierstelligen Code wie Roffel oder toll oder so, ist es natürlich hilfreich. Ich kenne genug, die Passwörter haben beispielsweise 15 oder 20 Zeichen lang und das denn jedes Mal neu eintippen zu müssen, ist schon echt scheiße. Vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist, dann muss es ja schnell gehen. Das ist ein cooles Feature. Naja, und das war's dann auch mit Touch ID. Apps, die das noch sinnvoll nutzen oder die es schon sinnvoll nutzen, gibt es noch nicht. Aber da darf man gespannt bleiben, was sich noch so entwickelt. Dafür gibt es aber noch ein zweites Feature beim 5S zusammen mit iOS 7 und das ist ganz klar die Slow-Motion-Kamera-Funktion. 120 Bilder pro Sekunde, was sagt uns das genau? Es ist ein AMI-Format. 30 mal 4, 120. Heißt für uns, dass der Film vierfach verlangsamt wird. Funktioniert wie folgt. Ihr seht, das Bild ist übertriebenst flüssig. Oh, schaut, es wackelt. So in Echtzeit, wow. Und wenn ich das normale Video anschalten würde, dann haben wir einen leichten Flimmern drin. Das ist eben diese niedrigere Bildwiederholrate, die wir hier dann natürlich nicht haben, durch diese extremen 120 Bilder pro Sekunde. Und hier hat man die Möglichkeit, gemeinsam mit der Videoleuchte
eben Highspeed-Aufnahmen zu kreieren. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch mal hier in ein paar Beispielvideos. So, hier zum Beispiel ein Video in Slow Motion gedreht während einer Autofahrt von einem Kollegen in die Bäume und nach unten auf die Straße. Inklusive einer sogenannten Speed Ramp, Geschwindigkeitsrampe. Das sind diese komischen Pfeile hier, die man an unterschiedliche Positionen der Videos schieben kann und somit den Moment des Verlangsamen und auch den Moment des wieder Normalgeschwindigkeitseins selbst bestimmen kann. Schaut euch das mal an. Das sieht dann wie folgt aus. Normalgeschwindigkeit, Slow-Mo-Bereich, Normalgeschwindigkeit. Das sieht dann so aus. Willkommen in der Slow-Motion-Aufnahme. Wir schwenken langsam mit der Kamera hinunter und trotzdem ist alles sichtbar. Und jetzt sind wir wieder Normalspeed. Ihr seht also, es ist eigentlich relativ einfach, neue Eindrücke aus dem Leben zu gewinnen mit dem iPhone 5S. Ich schiebe mal hier ein bisschen die Temporampe hin und her. So, und wir setzen mal neu an. Wir gehen jetzt in die Slow-Mo und sind jetzt schon durch und schwenken in Normalgeschwindigkeit runter auf das Auto vor uns und fahren weiter. Das eröffnet wirklich neue kreative Möglichkeiten, mit sich selbst oder mit Dingen, mit Motiven, Freunden herumzuspielen. Ist das nicht schön? Slow-Mo-Aufnahmen mit dem 5S. Und nicht zu vergessen, gibt es noch eine schöne Möglichkeit. Beim Fotoschießen, wo natürlich dieser Crop-Bereich nicht so extrem ist wie beim Videomachen, hat man nun die Chance, Serienbilder zu schießen. Heißt, ihr habt vor euch ein Motiv, haltet einfach die Auslösertaste gedrückt und folgendes passiert. Wow, geil, ich mach Fotos. Wow. Ihr könnt nun also Serienbilder schießen, bis ihr schwarz werdet. Und wenn ihr das schön findet, haben wir nun die Möglichkeit, hier rumzuscrollen und seinen Favoriten an Bild zu suchen von den eben geschossenen 136 Bildern, 134 Bildern. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Die Serienbildfunktion, die also wohl auch mit dem neuen Prozessor einhergeht, das ist eigentlich ganz schön. Wo wir schon beim Thema Kamera waren, für mich persönlich ist die Kamera des 5S die neue Referenzkamera. Warum? Sehr scharf. Sehr, sehr scharf. Videos, gestochen scharf. Toller Bildstabilisator, der momentan wirklich gute Dienste leistet während der Bewegung. Das heißt, während man geht oder während man einen größeren Tatter hat in seinen Fingern, funktioniert prima. Schwierige Lichtsituationen, das heißt zum Beispiel krasse Sonneneinstrahlung, dennoch Zeichnung im Himmel, Zeichnung im Vordergrund, das heißt auch in dunkleren Bereichen, einfach super. Auch bei Lowlight-Verhältnissen, der neue True-Tone-Blitz, ehrlich gesagt, ist eigentlich eine Spielerei, weil das ja im Endeffekt auch über den Weißabgleich gemacht werden kann in einer Fotosoftware, aber so kann man schon im Vorfeld, sagen wir mal, bleiche Gesichter vermeiden. Ja. Und die Slow-Motion-Aufnahme. Schade, dass es nicht in Full HD ist, sondern in 720p, aber auf dem Handy selber sieht das natürlich grandios aus, weil dann eben die Auflösung aus so einem kleinen Bildschirm natürlich passt und scharf aussieht und toll. Sobald ihr das aber auf den Rechner spielt, auf dem PC euch anschaut, werdet ihr nicht mehr so begeistert sein, denn es grieselt doch schon relativ stark. Klar, 120 Bilder brauchen Licht, das heißt, es sollte also geslow-mode werden, wenn genug Licht vorhanden ist, nicht unbedingt in dunkleren Ecken, dann da merkt man schon deutlich, wie die Körner und Artefakte im Bild entstehen, wie rauscht und so weiter und so fort. Normal, Foto und Video ist der Lowlight-Bereich immer noch sehr gut, wie vom iPhone gewohnt, und das ist eigentlich ganz schön. Wenn es dafür auch mehr Apps geben wird und so weiter und so fort, neue kreative Möglichkeiten, kurze, nie dagewesene Sequenzen für YouTube zu drehen, weiß der Geier, also das wird, glaube ich, eine spannende Sache. Dann natürlich Thema Akku. Es hieß ja, dass der Akku etwas besser ist beim 5S, und glaub mir, ich habe jetzt die letzten Tage das Teil benutzen können und ich merke überhaupt keinen Unterschied. Bin gespannt, vielleicht wird es ja per Software-Update noch etwas deutlicher, weil dann auch der M7 vielleicht mehr zum Vorschein kommt oder dann die Aufgabenteilung da besser funktioniert. Ich weiß es nicht, aber da merke ich noch nichts von, dass dieser M7 Arbeit abnimmt und somit Akku gespart wird. So viel von meiner Seite zum Thema 5S. Ich habe mir keine der neuen Hüllen besorgt, weil ich die Teile einfach schrecklich finde, egal ob für 5C oder für 5S. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Auf hitzige Diskussionen wieder in den Kommentaren. Auch natürlich eure Erfahrung und Meinung schon mit dem 5S, falls ihr eins ergattern konntet. Oder seid ihr zufrieden mit eurem bisherigen Telefon? Vielleicht auch mit eurem 5C, 4S, 4, 3GS, 3G, 2G? Postet also, was eure Akkus und Tasten hergeben, und ich bin sehr gespannt, was eure Meinung zu dem Ding ist. Meine Eindrücke habt ihr. Das ist zu dem Thema alles. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage zu einem neuen Video. Ich freue mich. Lal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 a. Ja, einpacken.